Hallo erstmal, ich hab was Krasses gefunden zu unserem Lügenbaron namens Heino. Er ist kein Saubermann. Er hat jetzt exklusiv mein Interview gegeben, dass er in Wirklichkeit ein Puffdaddy ist und nix Schlagertyp und sowas. Ihr werdet vielleicht gleich geschockt sein, aber Schocks sind auch gut, weißt du? Schocks müssen auch sein. Viel Spaß beim Interview von dem Puff Daddy Heino auf N24 Reportage. N24 Reportage. Heute mit Puff Daddy. Ja. Hallo. The fucker. Reißen Sie mich nicht auf. Reißen Sie mich überhaupt nicht auf. Ich hasse sie, wissen Sie das? Ich hasse alles. Deutschland will mich in den Krieg geben. Ich gehe in den Krieg alleine. Denn ich bin einfach mein verfuckter Image da. Haha. Hey, ja, und was ist Ihnen vorwerfen? Ja, ich habe nichts vorwerfen, Sie scheiß Reporter, Sie. Ich mache halt meine Deals illegal und anonym. Denn ich bin einfach so wunderbar. Guck die teure Jacke an, Alter. Von dem Steph. Alles cool, Bruder. Heute chillen wir, aber morgen bist du tot, du Luder. Du N24-Schwubbel. Ich hasse deinen Sender, Alter. Scheiß Nachrichten, du. Aber weißt du, die Welt ist noch offen für mich, denn ich bin arrogant und kein Kind, ja. Ja, und was willst du ihnen sagen, du, Alter? Ja, machen Sie denn jetzt einen auf Rocker? Nein, ich mache einen auf Gangpapa. Verstehst du? Ich war derjenige, der den Ärzten beigebracht hat, dass sie eigentlich eine Gang, also eine Gay-Band sind. Und danach habe ich ihr das Lied geklaut, Junge, hab das umgedichtet in Junge, warum warst du nicht im Beruf? Warum hast du dich lieber mit Dieter getroffen? Und sowas und Scheiß, verstehst du? Alles Business, wir fuck the Fotzen, wir fuck the Bitches. Du weißt doch, wie die Welt ist, dreckig, kahl und uns gemein, weißt du, und aufs Image muss man aufpassen, bei diesen ganzen Flirten im Fernsehen. Denn ich weiß, was ich bin, Alter. Ich bin einfach der Jogger. Ich bin einfach der Weg-Papa, du, Alter. Ich ficke Smudo von den Fantastischen Vieren, Alter. Hol eine Domina, Alter. Und lass Smudo auspeitschen, Alter. Christina Stürmer war die letzte Nutte bei mir, weißt du. Genau wie diese Fotze, verstehst du? Diese fette Adele, Alter. Die fette Hure. Die hat hier mit dem Bond gepoppt. Hey, bei mir im Puff. Alles ist möglich, du. Weißt du. Und was sagen Sie? Hey, Alter, reg mich nicht auf. Ich sage zu dir nichts mehr, Alter. Ich lach dich aus. Du bist ein Penner, denn ich bin hier der Gangbanger. Du bist ein extremer Labo auf Drogen, du, Alter. Du scheiß Backspitter. Ich splatter dich weg, du, Alter, mit meiner Ganga. Du bist nur eine scheiße Fresse, du, Alter. Verfackte Scheiße, denn ich bin der Heino. Ich bin der Puff-Baba und meine Puffs sind unfassbar. 36 Puffs, Alter. Der größte steht mitten in Berlin, Alter. Und ich bin im Bundestag, haha. Merkel ist meine beste Stute im Staat, Alter, die alte, Alter, die hat's drauf. Warum ist Merkel ihre Nutte? Sie ist doch Kanzlerin. Sagen Sie mir mal, warum das so ist. Warum Merkel ihre Nutte ist? Ich dachte, Merkel wäre Politikerin. Oh, scheiß CDU, scheiß Christenwählerin. Früher war sie mal Politikerin, dann hat sie Geld gebraucht, Alter. Da habe ich sie angestellt, Alter. Hab gleich den ganzen Laden aufgekauft und hab daraus ein Edelmodell gemacht. Was sie alles im Fernsehen zeigen, ist nur Schaum und Fake, Alter. Und wenn die Sitzungen vorbei sind, Alter, dann wird er richtig rumgepoppt, Alter. Dann werden die ganzen Politiker, Alter, die machen heißen Gangbang, Alter. Und dann kommen noch die ganzen vom Ausland, Alter. Die ficken noch mit, Alter. Ich sag's dir, Alter. Ich schwör's dir bei Allah, du Scheißwichser, du Allah. Ich sag dir, Allah, alles ist möglich, du Allah. Ich bin Heino, Allah, der Puff Daddy, Allah. Ich bin der Wichser von dem Wichser, Alter. Ich bin der Oberkursumanterfahrer, Alter. Ich bin der, die Schicksficken tut. Und was bist du? Du bist nur ein Scheiß-Kommerzer. Verfickter N24-Reporter, Alter. Aus Parma kein Palapa, du. Ich weiß genau, Alter. Bitches wollen nur Baba und so.
Also verfick dich, Alter, und lass mich in Ruhe, Alter. Denn ich bin hier der Größte, Alter. Ich bin der Heino, ich ficke die Mösen, Alter. Bis zum Gärpunkt, Alter, bis sie kommen, Alter, bis sie schwitzen, Alter. So geil musst du sie lattern, Alter. Mehr musst du nicht machen, Alter. Ja, und immer, Autofahren brauch ich ja auch nicht mehr, Alter. Ich hab ja eh heiße Chauffeuren, Alter. Keine Männer, Alter. Ich hab heiße Chauffeuren, Alter. Das waren früher mal alles Busfahrerinnen und Stewardessen von der Air Berlin, alle. Und alle arbeiten bei mir. Ich hab die größte Unterorganisation in Deutschland. Ja, aber warum machen sie kriminelle Sachen? Warum ich kriminell bin? Weil ich der Heino bin. Und der Heino ist kriminell. Der Heino ist übelst kriminell. Ich hab einen Pakt, einen satanistischen Pakt mit der Rammstein geschlossen. Bevor das Album rauskam, was jetzt initiiert ist von mir, ha? Na, und die Edition wird bald aber wieder aufgehoben, weil ich bringe gerade eine Special Edition raus. Da ist dann alles drauf, ich lese da alles, was in Deutschland ist, du. Alle die großen Aslaks, alle die großen Hasler, alle mit drauf bei Heino, weißt du, die Special Mörder Wichser DNV DNS Edition. Ah, Respekt, Alter. Und weißt du, ich hab auch drauf hier diese Scheiße. Diesen scheiß Battle bei Basti, Alter. Ich bin's eben, weißt du, ich bin der Heino. Du kannst mich nur von einmal sehen, du. Da krieg ich schon Angst, Alter, bei Heino. Ich bin zwar jetzt vielleicht über 70, Alter. Muss zwar Viagra nehmen, ist mir scheißegal, Alter. Mein Ding steht immer, du, Alter. Ich sag's dir, Digga. Ich weiß, was Plan ist. Die Schabung und dieser Jugendrebs, dieser Effekt der Hurensohn, Alter. Wenn ich den sehe, Alter, ich hab den zum Karriere geholfen, Alter. Ich hab den aufgebaut, Alter, und verlässt er mein Label, Alter. Erotic Crime verlässt er einfach und nimmt mich einfach aus und baut sich eine Karriere mit den Ärzten auf Mann aus. Ja, dieser Jürgen hat sie verlassen. Ja, Mann. Er hat mich eiskalt betrogen, dieser Wechsel, aber in meinem Vertrag, du. Ich hatte ihn im Label schon eingestellt, Alter. Hab gedacht, ein bisschen Pornoschlager und daneben bei ein bisschen schöne Puffs, Alter. Aber er hat sich an einer Malle verpisst, dieser Sack, und macht seinen eigenen Scheiß. Ihr kriegt von mir eh noch einen, Alter. Wenn er mich immer anspricht, dieser mächtige Jesus auf Kackstelzen, Alter. So Typen kann ich eh nicht leiden, Alter. Ich wollte ihm eine Chance geben, eine Chance hat er, dieser kleine Hund missbraucht, Alter. Morgen ist er tot, Alter. Ich sage dir, Alter, Heino hat überall seine schwarzen Männer. Du kleiner Dreckskerl, du LN24-Reporter. Du musst mir jetzt nichts beweisen, Alter. Ich bin einfach der Beste. Ja, nein, nein, ich habe keine Promos mit ihr, Jürgen, oder mit Dreves. Wenn Dreves was machen tut, mach ich Schniebchen ab und sind Leute da. Und die machen das, was ich machen will, weißt du. Ich halte mich eher raus, verstehst du? Ich habe andere zu tun, ey. Denn ich will einfach radikal gemeint sein, ja. Ihr wisst, was ich meine, denn ich bin der Heino, Alter. Okay, Mann, es nervt mich nicht, Alter. Ich muss zurück zu meinem Haus am See, Alter. Meine Villa, Alter, die habe ich... Hier, ich habe gehört, Sie haben Peter Fuchs eine Villa abgekauft, oder? Ja, habe ich auch. Hab ich auch. Das Haus am See, Alter. Große Villa. Hab ich ihn abgekauft. Aber ich hab ihm Falschgeld gegeben, diesen Wichser. Dieser Reggae-Typ ist doch so bekifft, der hat geglaubt, das wäre richtiges Geld, Alter. Und ich hab jetzt das Haus am See. Chillig. So muss das gehen, Alter. Immer deine dreckigen Geschäfte. Die musst du immer mitmachen. Und gerade immer bei mir. Denn du weißt, Heino braucht alles. Heino nimmt alles. Heino fickt die Bitches auf Ecstasy, auf Crack. Ja, sie sind ja ziemlich radikal, Heino. Sagen Sie mal, ich bin nicht radikal. Ich bin ein Geschäftsmann. Halt so, wie ich damals geboren bin als Antichrist. Ich bin halt der Reine des Böse. Ich bin das Deutschlands schlimmste Abkommen, denn ich ficke die Möse. Ich bin eben der Heino, ja, der Heino bin ich. Nein, nicht dort, wo Walke, sondern der Heino. Ja. Und Christina Stürmer habe ich in den Tittenfick gegeben, Alter, richtig krass, weil auch diese Galte von Glasperlen spielt da, diese Porno-Porno-Fratze lag auch bei mir, Alter. Jeder lag bei mir, Alter. Bis auf die Rot, Alter, die fette Sau vor den Grünen, die habe ich nicht reingelassen, Alter. Yeah. Alle Frauen sind meine Studen, Alter. Richtig gute Studen. Ich sag's dir, so ist es. Alter, NTV.
Das war die Reportage. Heino.